Leute da immer mehr Fragen auf mich zukommen sind, was passiert bei einem Blackout, was machen wir, wenn es kracht und knallt, bin ich natürlich zum einen meiner engsten Freunde gefahren, dem Alex, habe gesagt, ich brauche ein Care-Paket, wo alles Mögliche drin ist, von Schlafsäcken, Kleidung, Essen, Trinken, Aufbereitung. Ja, hat man da, Jesus Maria. Ja, der ist voll. Ein bisschen was hergestellt. Ein bisschen was ist drin. Wir werden das jetzt in unserem Lost Place dieses Wochenende ein bisschen testen. Wir werden euch alles vorstellen. Alles, was da drin ist, könnt ihr dann beim Alex erwerben. Er wird euch erklären, um was es geht da drin. Ihr werdet nur ein kurzer Überblick sehen, was drin ist. An unserer persönlichen Schutzausrüstung werden wir natürlich noch ein bisschen vorbeischwenken. Genau. Und wenn ihr was braucht, schaut beim Alex vorbei mit dem Code TACTICALBEARDHAIRCUT. Da wird er euch so ein Care-Paket schnüren und wird euch ein bisschen Rabatt drauf knallen. Genau. Und individuell super. Für jeden. Individuell für jeden. Familie, Großfamilie, kleine Kinder, große Kinder, Diapers oder sonstiges. Erste Hilfe, San, Medik, Wasseraufbereitung. Er ist boderschwer, ich bin nur sehr stark, darum schaut es sehr leicht aus. Wir werden jetzt auf Tour gehen und seid gespannt, was kommt. Alex, ich danke. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Blackout. Ja. Also. Wenn die Licht ausgehen, bin ich da. So Leute, ihr habt gemerkt, es kommen immer mehr Fragen bezüglich Blackout, was passiert, wenn der Strom weg ist und so weiter und so fort. Wir waren beim Lehmanns Army Shop in Hart, beim Alex, der hat uns ein kleines Care-Paket zusammengestellt. Das ist natürlich individuelle Schutzausrüstung, für jeden macht er das persönlich. Ja, richtet euch her, ob ihr Kinder habt, kleine Kinder, große Kinder, Essen, Trinken, Wasser. Da ist jetzt ein großes Potpourri drin, wir haben natürlich noch eine eigene Schutzausrüstung, auch noch die Zeuge da unter gewissen Umständen. Ihr habt es jetzt im Video gesehen, wir sichern einen Raum, wir verwenden eine Drohne, um den Raum aufzuklären. Wenn alles sicher ist und alles sauber ist, werden wir uns natürlich irgendwo einen Unterschlupf suchen, dann ist wichtiger Wasser, ein Schlafsack, Wärme, trockene Klamotten, ein bisschen leichte Nahrung. Und das Allerwichtigste ist, ihr müsst innerhalb von ein paar Minuten abmarschbereit sein, weil ihr ja nicht wisst, wie sicher das Gebäude auch ist. Eure Schutzausrüstung werdet ihr individuell zusammenstellen. Meine ist gepackt, der Glenn hat seine, jeder hat seine. Was drin ist, gewisse Sachen werden wir euch natürlich nicht zeigen. Genauso nicht, wo unser Unterschlupf ist. Aber ich zeige euch mal, was in dem Rucksack drin ist. Also Leute, um das Ganze zum Transportieren hat uns der Alex mal einen Tasmanian Tiger Rucksack zur Verfügung gestellt. Da ist ziemlich Platz drin, also alles, was da auf dem Tisch liegt und noch viel mehr, ist ich in dem Rucksack drin. Fangen wir mal an, wenn es kalt wird draußen, haben wir von der Army Bag eine warme Mütze gekriegt. Das ist ein cooles Teil. Wie gesagt, fast alles beim Alex erhältlich, ein paar Sachen sage ich dann extra nicht. Wir haben Carinthia Schlafsäcke der neuesten Generation, also bis 30 Grad minus funktionieren die Dinge. Wir haben natürlich Gas, zusätzlich haben wir S-Bit-Kocher. Wir haben verschiedene Lichter mit, um uns einen Überblick zu verschaffen, wenn es einmal wirklich dunkel wird. Ihr wisst, ich bin Brand-Ambassador für Olight, also ich schaffe auch gern mit und fast nur mit Olights. Hat der Alex auch im Laden. Wir haben da die Seeker 3 Pro, wir haben die Warrior X. Zum Aufklären eines Gebietes, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch da reintraut oder nicht, verwende ich einen CineWhoop. Das ist eine mikrokleine Drohne der Firma DJI. Also soll keine Werbung sein, aber ihr habt es gesehen in den Aufklärungsvideos, wie wir da wirklich stressfrei und sorgenfrei wirklich ein Gebiet aufklären können, ohne in Gefahr zu kommen. Gesteuert wird das Ganze mit einem Motion Controller und einer FPV-Brille, ein saugeiles Zeug. Um das Ganze natürlich auch mobil mit Strom zu versorgen, haben wir einen EcoFlow, ein River Pro. Das ganze Ding hat 720 Wattstunden. Wir fahren mit einem 160 Watt Solarpanel rein, also alles, was ich mit habe, Avatar, DJI-Brille, Akkus für die Lampen werden mit diesem Gerät geladen. Es hat 7,5 Kilo. Ui, hier ist das. Haha, fast umgefallen alles. Es ist also alles verwendbar. Du hast zwei Power-Outlets. Du kannst also bis 600 Watt anstecken an Strom. Dann haben wir noch netterweise Dosenbrot und Schokoladekuchen. Wir haben vom Alex noch gekriegt Roggenbrotmischung. Wir haben Energy 5. Das sind Riegel, die wachst im Wasser weich. Und dann ist es wie so Oatmeal. Irgendwie süß, lecker, schmeckend, hat wie viel 1000 Kalorien pro Portion? Voldo, 1 Gramm. Na, was einmal, per 100 Gramm hat 460 Kalorien, also ja, besser wie nichts. Wenn es lässig wird im Lager, haben wir eine Laternerl. Das ist auch eine feine Geschichte, das ist die
O-Lantern Pro von Olight, hast du auch ein Power-Outlet, kannst auch deine Handys aufladen, die eh nicht funktionieren, wenn der Lockout da ist und der Blackout und die alles andere. Und wenn es einmal ganz gruselig wird, empfehle ich eben ein geiles Nachtsichtgerät. Das ist der Hammer. Ist kompatibel mit unseren Infrarot-Steinwerfern und Lasern auf unseren Teilchenbeschleunigern, unseren mobilen. Die Fans werden wissen, was wir machen. Die anderen ist wurscht. Natürlich haben wir auch diverse Carinthia-Jacken mit im Rucksack, weil das ist jetzt die ISG Pro. Habt ihr auf der IWA schon gesehen, wo wir sie getestet haben, neben Raimund-Ordner. Da ist jetzt drin eine MIG 4.0 bis, also da kann es schneien, da kann es gefrieren. Ich habe ein T-Shirt drunter dann in der MIG. Ja, wie gesagt, dann haben wir noch von Helikontex ein bisschen einen S-Bit-Kocher, noch einen Becher drin, da ist Wasser drin. Und wenn die Stimmung einmal kippt, haben wir auch noch ein bisschen Maisbier. Zur Stärkung nehmen wir auch mit Tactical Food Pack. Also das ist jetzt keine reine Werbesendung, aber das ist halt alles, was wir haben. Schmeckt gut, da werden wir jetzt nachher vorkochen und sorgen. Wie gesagt, Schlafsack habe ich gesagt, ich habe ja beim Bundesheer schon gehabt. Die Dinger sind super, ich reise nur immer mit 1 bis 2 im Auto umeinander. Warme Kappe, Drohne ist Geschmackssache, kostet alles viel Geld. Wie gesagt, wenn ein Drohnenpilot bist, nimm sie gleich mit, du wirst sie brauchen. Der Rest ist euch überlassen. Wenn ihr was braucht mit dem Rabatt, mit dem Rabattcode, den ich unten einblende, Tactical Beard Haircut, dann macht euch der Alex individuell ein Care-Paket für Familie, für euch, für Einzelnen. Er wird euch da ein paar Goodies zusammenlegen, ihr kriegt einen guten Rabatt. Wie gesagt, blendet es. Gebt den Code an, den wir da einblendet haben. Es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt Wasser, mehr braucht es ja nicht. Einen Lockdown haben wir schon gehabt, einen Blackout werden wir haben, vielleicht 20 Stunden, 24 Stunden maximal, sagt die VKW. Ich weiß es nicht, ich bin gern vorbereitet. Und wenn ich nur bis der Laterne die zum Leuchten habe und nicht ganz so hell wie jetzt, wird es nicht immer sein. Und wenn wo ein Licht brennt, geht man nicht schnell räubern. Also in dem Sinne, schaut euch an, was wir alles vorbereitet haben. Bis zum nächsten Mal.